So, Maker TV ist zu Gast bei Patrick Brandstätter, P13. Du bist ja Student, sagtest du schon vorher im Vorgespräch. Was für Fach studierst du denn? Also ich studiere bildnerische Erziehung und Werkerziehung auf Lehramt am Mozarteum in Salzburg. Jetzt im 9. 10. Semester inzwischen, sollte schon langsam fertig werden, aber bald. Also schon Endspurt sozusagen, ja. Und wie bist du jetzt eigentlich auf die Idee gekommen, dich künstlerisch zu betätigen? Also künstlerisch betätigen, Zeichnen tue ich, seit ich einen Stift halten kann. Also ich habe Zeichnungen von mir von 18 Monate alt, wo ich einen Zug gezeichnet habe. Dementsprechend mache ich das immer schon. Also ich habe immer schon gezeichnet. Mein Großvater ist Schnitzer und Maler und Schnitzer. Von dem kommt meine Affinität zum Holz ein bisschen, aber hauptsächlich bin ich eben übers Zeichnen zu dem gekommen. War so, dass ich nach der Hauptschule ursprünglich, oder mein erster Plan war Programmieren lernen, HTL, EDV und Organisation und Learning. Es hat mir 3 Jahre gekostet, das mir einzugestehen, dass es nicht unbedingt das ist, was ich für den Rest meiner Tage machen will, und bin dann in die HBLA für künstlerische Gestaltung gewechselt. Und da habe ich dann alles ausprobieren können, was es so im künstlerischen Bereich gibt, von Textildruck, Nähen, Keramik, Holz, Metall, also Schmuckgestaltung ist da alles dabei gewesen. Da habe ich dann auch das erste Mal wirklich selbst geschnitzt und habe eben angefangen, dass mir das richtig gut gefällt, aber vom Zeichnen bin ich eigentlich nie weggekommen. Also das ist so mein Ausgleich, mein Hobby, inzwischen auch ein bisschen Nebenberuf, und das macht einfach Spaß. Also da kann ich mich entspannen, das ist mein Ding einfach. Und was hat dich eigentlich so gestört am Programmieren am Computer? Also am Computer Programmieren an sich gestört hat es mich nicht so sehr. Es ist nur nicht das, was ich mir vorstellen habe können, dass ich das ewig mache. Einfach weil, wenn man mal 7 Stunden programmiert und dann 2 Stunden nach einem Fehler sucht und dann draufkommt, dass man einfach irgendwo einen Strichpunkt vergessen hat, und man sich dann einfach nur denkt so, sicher ist es was Schönes, wenn man dann ein Programm fertig geschrieben hat, aber ich bin, glaube ich, einfach nicht dafür geschaffen, dass ich mich dann so lange auf was konzentriere, wo man lange kein Ergebnis sieht, oder ich weiß nicht, es ist dann einfach nicht so meins gewesen. So, also nichts Haptisches wahrscheinlich, nichts, was man angreifen kann. Ja, genau, beziehungsweise muss ich sagen, dass das auch das mit dem Programmieren, also ich habe natürlich so zum Programmieren angefangen, wie alle, glaube ich, 12, 13, 14-Jährigen, wenn wir es angefangen haben, ich wollte gerne Spiele programmieren. Das habe ich mir einbildet, weil ich gern Spielekonzeptgrafiken so gemacht habe. Aber das ist natürlich ein massiver Unterschied, ob man jetzt was Konzept macht oder ob man es programmiert, und das habe ich einfach nicht gewusst, und das hat halt doch 3 Jahre gebraucht. Beziehungsweise mein Plan war der gewesen, dass ich dann die Matura zumindest fertig habe, damit ich dann einen Beruf habe und das künstlerische nebenberuflich mache, aber ich habe mir dann gedacht, nee, ist nicht meins, und die HBLA war dann absolut der richtige Schritt, und da bin ich dann drauf gekommen, nachdem man nach 4 Jahren doch mal sich überlegen sollte, was man dann nachher macht, dass eigentlich das Unterrichten auch ziemlich Spaß macht. Also ich arbeite seit ich 14 bin mit Kindern in der Jungschule und in der katholischen Jugend, und das macht einfach irrsinnigen Spaß. Also Menschen was beibringen, vor allem jungen Menschen was beibringen, ist einfach extrem cool. Was war denn jetzt dein erstes künstlerisches Werk, wo du sagen kannst, das war jetzt so die Initialzündung für das, was du jetzt machst? Schwierig zu sagen. Also ich habe immer schon ein bisschen für andere Menschen gezeichnet, ob das jetzt in der Schule war, so BE-Unterricht, ein bisschen mogeln für andere, oder wenn irgendwer Glückwunschkarten oder so braucht hat. Was mir wirklich, oder was am meisten Initialzündung war, ist das Cover für Among Rats. Das war das erste, das ist die Band, in der mein Bruder inzwischen spielt, früher nicht. Und deren Gitarrist hat mir eben angeschrieben, weil den kenne ich schon länger, ob ich nicht Cover für die
Band machen kann. Und ich habe vorher schon für meine eigene Band in einer Cover gemacht, das hat dann recht gefallen und dann habe ich angefangen. Und ich glaube, das war dann das erste sozusagen, wo ich dann wo ich richtig einen Auftrag gehabt habe, für den dann Geld gekriegt habe. Und vor allem inzwischen haben die Reds, glaube ich, 4 Alben ausgebracht mit Cover von mir. Und 2 T-Shirts separat, und das ist einfach was, ich bin sozusagen Bandkünstler von denen und das macht mir einfach riesen Spaß. Und da sind dann Folgeaufträge gekommen von anderen Leuten, anderen Bands und so, und das ist dann das, wo ich mir dann dachte, okay, das, da kann man tatsächlich ein bisschen was machen draus. Also das. Und wie würdest du deinen Stil bezeichnen? Ich habe ein paar Bilder gesehen, es sieht alles sehr surreal fast aus, also nicht sehr surreal, aber etwas surreal. So einen ganz eigenartigen Stil, mir gefällt es. Es hat so ein bisschen so ein Mystiker drinnen. Wie würdest du das bezeichnen? Also prinzipiell ist es ein Comic-Stil. Also das ist meine größere Inspiration oder meine Vorbilder kommen aus der Comic-Szene. Surreal ist richtig, ich bin ein großer Fan von Surrealismus. Magritte ist eine von meinen Lieblingskünstlern. Aber im Grunde ist es mehr ein Comic-Stil. Also, ich versuche, dass ich die Realität so darstelle, in einer vereinfachten Art so darstelle, dass man es einfach erkennen kann und dass ich halt so Motive gut darstellen kann. Und dementsprechend verändert sich der Stil je nach Auftrag auch. Also ich mache auch witzigerweise nicht nur Cover für Metal-Bands und Blut- und Splatter-Filme, sondern ich mache Illustrationen für Kinderbücher und Lehrbücher. Das passt gut zusammen. Ja, es ist sehr gut. Dementsprechend ändert sich natürlich der Stil auch. Ob ich jetzt schwarz-weiß oder in Graustufen arbeite oder mit Farbstifte, das ist dann. Da ist es dann eher so ein kindlicher Stil natürlich. Diese Schiene ist aber komplett auf Papier oder machst du diese Kunst auch auf andere Materialien? Also prinzipiell arbeite ich hauptsächlich auf Papier, ich arbeite auf Leinwand gezwungenermaßen aus meinem Studium raus. Das heißt, ich male ein bisschen. Das mache ich, weil ich es nicht gut kann. Und nicht, weil ich es unbedingt können will für mich selbst, sondern weil ich finde, dass man es als Lehrer können muss. Ansonsten arbeite ich schon eher Papier, selten mal am Computer. Also ich färbe auch eigentlich nie digital ein, das habe ich zweimal gemacht. Und da habe ich einfach nicht das Material dafür, weil da bräuchte ich, glaube ich, einfach ein großes Tablet, wo ich das Live-Bild habe. Sowas kostet erst nicht viel Geld. Was ich jetzt seit einiger Zeit mache, ist Scratchboarden. Das sind so, ich muss da haben, schwarze Platten, unter denen vor einer weißen Schicht auftragen worden ist und wo das dann weggekratzt wird. Ist aber im Grunde natürlich auch nicht recht viel anders als Zeichnen. Nur dass man halt eigentlich weiß auf schwarz zeichnet. Und dann das ist eigentlich invers. Genau. Ja. Gut, welche Formen von Kunst würden dich denn da in dem Zusammenhang jetzt noch reizen? Also was ist jetzt so also deine Zukunftsperspektive für dich? Also was ich jetzt gerade angefangen habe, ist, nachdem ich für die Vienna Comics letztes Jahr im Oktober beim Wettbewerb mitgemacht habe und dann im Zuge dessen in der Wiener Zeitung veröffentlicht worden bin. Die haben einen Artikel über den Wettbewerb gemacht, ich habe leider dort nichts gewonnen, aber mir hat ein Autor angeschrieben, der Fantasy-Bücher schreibt, der gemeint hat, er würde gerne einen Comic machen. Und das ist was mir wesentlich viel Spaß machen wird, wirklich Comic zeichnen. Das habe ich so schon ewig nicht mehr gemacht, ich habe das in der Schule mehr gemacht, aber irgendwie bin ich im Geschichtenschreiben dann nicht so gut, dass ich das langfristig machen könnte. Und das ist jetzt mein großes Ding, was mich wirklich nur reizt vom Zeichnerischen her. Und natürlich, ich würde gern digital ein bisschen besser drauf sein. Also digitales Zeichnen, da fehlt mir halt noch ein bisschen das Equipment. Also Comic, das würde heißen, dass jemand eine Story, einen Plot hat und kommt dann zu dir und sagt, okay, das ist der Plot, kannst du das illustrieren?
Genau, so ist es. Und ich habe jetzt da schon ein Drehbuch und bin jetzt gerade an der Charakterentwicklung und das nächste ist dann eben Storyboard-mäßig das aufmachen. Im Grunde ist ja ein Comic zwar nichts anderes als ein Storyboard, aber halt eine grobe Geschichte. Ich übe gerade an einem anderen, an einer kleinen Geschichte, die ich schon mal geschrieben habe, so einen vierseitigen Comic, das ist das, was ich jetzt gerade im Moment mache. Und so will ich halt jetzt ein bisschen ins Reinwachsen. Das heißt, ich muss mir das erst natürlich erst beibringen, wie man Comics macht, weil das ist ja auch was komplett Eigenes. Gibt es in Salzburg eine Szene für Comic? Also, das ist eigentlich, habe ich noch nie gehört. Also, jetzt die erste, die jetzt trifft. Es gibt ein paar Künstler, die es können. Aber eine Szene an sich glaube ich nicht. Also, wir haben ja auch noch nicht so oft können. Es gibt in Wien ein paar, die das machen, aber Salzburg ist, glaube ich, ein bisschen zu klein. Falls es Salzburger Comic-Künstler gibt, die das lesen, mich kontaktieren. Ich würde mich freuen. Oh ja, unbedingt, unbedingt. Mich auch übrigens. Genau. Aber ansonsten, also ich könnte jetzt nicht sagen, dass es eine große Szene in Salzburg gibt. Gut, jetzt war ich bei dem Adi, den du ja gut kennst, und vielleicht erzählst du mal, wie du den Adi kennengelernt hast. Ich muss dazu sagen, der Adi macht eben schöne Ledersachen und da war ich vorher schon und der Weg hat mich hierher geführt und es ist wie so ein kleiner Quest, ein Quest. Also wie hast du den Andi kennengelernt und wie passt sie da zusammen? Also ich habe den Adi übers Internet kennengelernt. Meine Frau folgt einem Modeblog, Ach du gute Güte, wieder ein bisschen Schleichwerbung. Oder es ist Fräulein Flora, ich weiß nicht genau, einer von den zwei kennen sie. Und die, über die sind wir dann auf drei Wunder gekommen, wie er gerade angefangen hat, die Sachen, seine Ledersachen zu machen. Und ich habe dann gelesen, dass er Füllfeder begeisterter ist und ihm trägt seit 5 Füllfedern. Und dann so ist es dann irgendwie entstanden, dass wir sie jetzt kennen und ich meine Federn in seinen Hüllen anbiete sozusagen. Ja super, magst du uns da mal ein bisschen was zeigen, was du da gebaut hast? Also das ist meine persönliche Feder in der Lederhülle von Dreiwunder. Und das ist jetzt Füllfeder aus getrackten Mooreiche. Mooreiche ist ein extrem tolles Holz, weil es im Grunde ist wie eine Eiche, es hat ja diese charakteristischen kleinen Löcher oder kleinen Poren von der Eiche. Nur der große Unterschied ist, dass diese Eiche vor 8000 bis 600 Jahren irgendwann einmal in einem Moor gefallen ist und seitdem halt nicht mehr rausgekommen ist. Irgendwann wird das rausgraben und dann ist es komplett schwarz. Das ist dann sozusagen eine mumifizierte Eiche oder was? So in die Richtung, ja. Es ist noch nicht versteinert, aber es ist eben unter Luftabschluss verrottet und dadurch bleibt es aber eigentlich hart, nur es wird eben komplett schwarz und das ist echt spannend. Und wo kriegt man so eine mumifizierte Eiche? Das ist ja so das Basic. Also ich habe einen Händler in Deutschland, bei dem ich das bestelle, der macht das recht praktisch, weil der verkauft es in Größen, in denen ich es gebrauchen kann, also so ungefähr. Also das ist zum Beispiel ebenfalls nur eine Mooreiche, genau in der Größe für Füllfeder. Und bei dem kriegt man, also bei dem kriege ich auch alle anderen meine Hölzer, sei es jetzt tropische Hölzer, die doch sehr beliebt sind, weil sie einfach exotischer sind, besonders interessante Formen haben. Und was bei dem Händler für mich super ist, ist, dass ich weiß, das sind keine Raubbauhölzer, was ja bei Tropenhölzern immer ein bisschen schwierig ist. Also wie gesagt, das ist eben mein Füllfeder, was ich auch habe, was ich mir auch gemacht habe, ist eine kleine LED-Lampe. Die funktioniert jetzt gerade nicht, weil mir die Batterie leer ist und ich zu spät drauf gekommen bin. Das ist mit Königsholz, ein Ablöser, das ist Copopolo, ist auch ein schönes Holz, schön gestreift. Ja, das liegt aber jetzt am LED, an der LED. So. Und mein besonderer Liebling ist die Feder, das ist Wüsteneisenholz. Ist extrem teuer. Also wo das Stück ungefähr 5 Euro kostet, kostet das Stück für das ungefähr 30.
So schaut das der roten Blitz ein bisschen so aus. Wüsteneisenholz. Boah, das ist ganz schön massiv. Ja, sehr hart. Dazu, das ist eine Rostkastanie. Also ein ganz klassisches Holz, wie man es bei uns kriegt. Überhaupt kein Vergleich. Das hat, glaube ich, eine Dichte von 1,8. Das heißt, wenn man das jetzt ins Wasser legen würde, die Wüsteneisen, das Wüsteneisenholz wird das untergehen. Daher der Name. Genau. Und, aber es ist irrsinnig schön. Also von der Maserung her zum Drechseln ist es der absolute Horror, weil es so hart ist. Also man muss die Messer, also bei dem habe ich die Messer, glaube ich, zweimal nachgeschliffen. Mein Diamantmesser. Ja, wäre wahrscheinlich am besten. Also Füße aus diesem Eisen, ist das das Eisen? Genau, das ist das gleiche Holz jetzt in dem Fall. Da, glaube ich, kann man nur ganz dicke Schecks unterschreiben, das sind ganz schwer. Ja, auf jeden Fall sollte man sie für besondere Sachen aufheben. Nein, natürlich nicht. Man kann es für den alltäglichen Gebrauch natürlich benutzen, weil es ist natürlich ein sehr widerstandsfähiges Holz. Von daher. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es auch Füllfeder, das ist was wirklich fürs Leben. Das kriegt man und das bleibt bei einem. Also das ist wirklich der extrem edel, finde ich. Bei dem Beispiel ist es auch noch interessant. Das ist ein Modell, wo man die Kappe hinten drauf da kann. Das gefällt mir auch ganz gut. Aber die ist eben zu verkaufen, die Mooreiche nicht. Wobei das Mooreichenmodell ist das, von dem ich am meisten verkauft habe. Es sind jetzt noch 3-4 Stück von denen schon. Ja, ich finde das sehr ausgefallene Idee und es hat irgendwie was Mystisches. Ja, absolut. Also die Mooreiche ist schon ein sehr interessantes Holz. Einfach, es ist ja Eiche, also eigentlich ein doch recht gewöhnliches Holz in unseren Breiten, aber dadurch, dass es eben in dem Moor konserviert ist, hat's was Spezielles. Beim Adi, also bei 3 Wunder, war das ja so, dass auch Leute kommen mit speziellen Vorstellungen und ja, versucht das eben zu realisieren. Ist das bei dir auch so? Also ich bin natürlich durch die Bausätze, die ich auch zukaufen muss, weil ich die nicht selbst herstellen kann, ein bisschen eingeschränkt. Es gibt sie aber in verschiedenen Materialien. Das heißt, ob das jetzt ist. Also ich habe Füllfedern in ganz normalem Schwarz zum Beispiel oder Bleistifthalter von Silber bis zum Beispiel Gold, Kupfer ist alles möglich von dem her. Und dann kann ich natürlich das Holz dementsprechend anpassen. Das heißt, ob das jetzt ein dunkleres Holz, meistens kommen die Leute zu mir und sagen, sie würden gerne irgendwie ein dunkles Holz mit einem hellen Eisen oder mit einem hellen Metall, dann kann ich eben sagen, ja, gibt es die Mooreiche, Wenge ist recht dunkel, Ebenholz natürlich auch super dunkel, Kokobolo ist schön gestreift. Oder sie sagen ja eher was mit Gold und hellerem Holz, dann kann ich sagen, ja gut, da gibt es von der Truhe angefangen bis zu Kampfer eigentlich alle verschiedenen Hölzer. Und dann natürlich kommt es ja darauf an, wie man es drechselt. Also die zum Beispiel, meine ist komplett Kraut gedrechselt, weil ich das persönlich bevorzuge und dann bei dem Wüsteneisenholz, die ist ein bisschen bauchiger. Einfach weil ich ein bisschen die Massivität von dem Holz behalten wollte und bei dem auch, das ist ein anderes Eisenholz. Die ist schon fast extrem. Also hier regelrecht. Genau, ja. Und das ist natürlich das, was man im Drechseln machen kann. Und dementsprechend kann ich da schon ein bisschen individueller sein. Also ich finde das außergewöhnlich, dass es auch jetzt so, wie soll man sagen, beleibte Füllfedern sind, ja. Mit so diese ganz dünnen. Ich glaube, dass das auch von der Ergonomie her ganz angenehm ist. Vor allem, wenn man große Hände, wir haben ja glaube ich beide Konstruktionen. Ja. Und da ist es, wenn man so dünne Sachen in der Hand hat, das finde ich gar nicht so angenehm, während wenn man sowas, ja, für mich ist das eher ergonomisch. Ja, vor allem hat es auch, ich finde es halt, wenn man schon
so viel Geld für Filmbilder ausgibt, dann soll man auch was in der Hand haben. Und das ist halt schon, es hat da ein bisschen was vom Speziellen, wenn es dann ein bisschen bauchiger sein. Beziehungsweise eben manche wollen es eher schlanker, dann kann man es auch ganz kurz wechseln. Gibt es jetzt noch Materialien, die noch reizen würden, also jetzt abgesehen vom Holz, oder gibt es noch spezielle Holzarten, die du nicht probiert hast? Ja, also es gibt bei dem Versand oder bei dem Händler, über den ich bestelle, Mammut-Elfenbein. Das ist das einzige Elfenbein, das man legal handeln darf, weil wir dafür keine Mammuts gegossen werden müssen. Das haben wir dann aber nur mehr in einer anderen Preiskategorie. Also wenn man für das da 30 Euro hinlegt, dann legt man für das gleiche Stück Mammut-Elfenbein wieder 100 Euro hin. Das wäre sicher mal interessant, vor allem kann ich überhaupt nicht sagen, wie sie das drechseln lässt. Ich habe interessanterweise, oder einfach weil es mich persönlich noch nicht so gereizt hat, noch nie in Kunststoff drechselt, gäbe es durchaus auch so mit verschiedenen Farben. Da werden dann die Farben richtig flüssig. Also da kann man dann grüne, blaue und so Sachen genauso drechseln. Verhält sich vermutlich ähnlich wie Holz. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht probiert, werde ich wahrscheinlich mal machen. Ich wollte es nur jetzt, oder wenn ich jetzt die Stifte, die ich jetzt sozusagen auf Vorrat für meinen Handel gedrechselt habe, die sind alle Stifte, die ich so verwenden würde, vom Stil her. Und alles andere wird dann auf Auftrag funktionieren. Würde die auf Steinen reizen? Kann man das auch drechseln? Weiß ich nicht. Könnte jetzt nicht sagen, dass ich dazu Informationen habe. Stein würde mich prinzipiell interessieren vom bildhauerischen her. Das gibt es leider bei uns an der Uni so gut wie nicht. Wir haben zwar einen Bildhauereizweig, aber die arbeiten hauptsächlich in Keramik und Gips. Und habe früher hauptsächlich im Aufbau, inzwischen wird es schon ein bisschen besser. Aber wäre auf jeden Fall interessant, vor allem weil Stein natürlich was ist, was komplett anders verhaltet als jetzt. Es gibt jetzt so also neue, das ich auch schon gehört, neuere Technologien wie 3D-Druck und solche Sachen. Ist das für dich auch ein Thema? Ich bin eben auch wieder durch mein Studium schon damit in Kontakt gekommen. Wir haben einen 3D-Drucker gebaut in einem Seminar. Das war recht interessant, vor allem Platinenätzen und Löten, das habe ich doch in meinem Studium eher nicht gemacht. Programmieren haben wir schon, das hat das eben noch nicht mehr dürfen, natürlich. Das war wirklich spannend und inzwischen haben wir jetzt auch einen 3D-Drucker an der Uni, der recht gut funktioniert. Es ist eine irrsinnig spannende Technik. Ich persönlich kann es jetzt noch nicht wirklich verwenden, weil ich für das, was ich jetzt mache, ich habe jetzt nicht wirklich Modelle, die ich mache. Aber es wäre natürlich für, wenn man jetzt. Also ich baue gerade zum Beispiel in einem Projekt einen Lichtbaustisch, den brauche ich fürs Comiczeichnen. Und den habe ich jetzt inzwischen schon 3D modelliert und werde ihn dann noch ausdrucken, bevor ich dann anfange, den zu bauen. Also okay. Drechseln, tust du das jetzt wirklich so einsparen mit der Hand und so, oder hast du da CNC-Steuerung? Nein, das ist prinzipiell alles mit der Hand. Ich habe da Mangel, wo die Teile drauf können. Okay, extra halbfertige Teile mitnehmen. Super Vorbereitung. Super Vorbereitung, ja. Da gibt es diese Abstandhalter, die sind recht praktisch, weil die. Also bei der ersten Drechseln habe ich nur so zylindrische Abstandshalter gehabt. Die sind zwar funktional okay, nur das Problem ist, man muss ständig nachmessen, ob man schon da ist. Und wir arbeiten da im 10 mm Bereich, da ist es natürlich ein bisschen nervig, wenn man dann ständig nachmessen muss. Also wird dann so aufgespannt, doch nicht so gut vorbereitet. So, jetzt müssen wir. Wir stellen uns vor, das hat super funktioniert. Ich hatte überhaupt keinen Abstand.
Es wird einfach eingespannt. Und dann. Deswegen sind die Abstandshalter recht praktisch. Wechselt die einfach da nieder auf die auf das Eisen. Deshalb kann man also hoch sind die Teile bei den Bausätzen. Und dann kann ich eben innerhalb von dem in dem Bereich halt die Bauchigkeit bestimmen oder so. Aha. Und warum sind es jetzt zwei Stück? Ist das der vordere oder der hintere Teil? Oder? Genau, das ist jetzt der vordere und der hintere Teil. Das ist der hintere Teil, der vordere Teil für Füllfeder. Mhm. Gibt natürlich auch andere, also so wie es da ist, einfach ein Teil bei einer Feder oder beim Rasierer zum Beispiel habe ich auch Massrasierer nicht gemacht, die sind nur länger und da kann man sich dann ein bisschen austoben in der Form. Dann habe ich leider nicht mehr da irgendwie zu starten. Gut, also man spannt das jetzt ein und dann fährst du mit seinem Messer hin, das dreht sich natürlich. Genau, also das dreht sich, je nachdem wie man es einstellt, wir haben nur sehr eine sehr schöne alte Drechselmaschine in der Uni, wo man es einfach mit dem Keilriemen die Geschwindigkeiten verstört. Und dann habe ich mal ein Messer. Das gibt dann einen kleinen Aufleger, wo man sie hinlegt und dann hört man das Messer einfach in den Drechsel zu rein. Und klassisch, ne? Klassisch, ja. Es ist sehr, es ist ja beruhigende Arbeit, weil man halt sehr langsam arbeiten muss. Gerade bei dem geht es mir recht gut, weil es längst geschnitten ist. Aber gerade bei Maserhölzern, die natürlich quer geschnitten sind, damit man die Maserung schießt, muss man langsam arbeiten, schauen, dass die Messer ordentlich scharf sind, weil sonst reißt dann sofort aus. So, jetzt hast du uns ja noch ein spezielles Schmankerl vorenthalten, das wollen wir nämlich auch noch sehen. Stichwort ist Birds. Ja genau, also die Birds sind aus einer Notwendigkeit heraus entstanden, dass ich bin bei einem Markt gestanden mit den Stiften und die Leute sind, tun sie ein bisschen schwer, dass sie so über 100 Euro für einen Stift ausgeben, vor allem auch für einen Markt. Und ich habe halt effektiv nichts verkauft an dem Tag und habe mir gedacht, naja gut, wie bringe ich die Leute dazu, dass sie da bleiben? Und ich habe schon länger für meine Frau und ihre Mutter an Eulen gezeichnet und die sind dann, ja, haben sie dann ein bisschen entwickelt, sind dann dämlich reinschauende Vögel geworden und ich habe mir dann gedacht, na gut, probieren wir halt, dass wir da so eine Art, ja, Glückwunschkarten oder sowas machen und die sind es dann geworden und inzwischen mache ich die recht viel, dann ist ein großer Haufen und ja, die haben so. Man sieht, es sind schon einige geworden. Und es sind verschiedene Vögel. Ich habe mir dann auch ein bisschen angeschaut, das ist ein kleiner Spatz einfach nur. Ein Drossel, ein Starius, die haben natürlich alle Namen. Genau. Und mir macht es einfach Spaß, die mit der Hand zu zeichnen. Also die sind alle handgezeichnet. Und auf verschiedenem Papier, das ist ein Büttenpapier, ist ein sehr schönes eigentlich für ein Tiefdruck gedachtes Papier, aber... Also das sind jetzt Unikarte, also jede Karte ist jetzt, gibt es nur einmal, oder? Genau, die Karten gibt es alle nur einmal, sie haben vielleicht ähnliche Motive, aber insgesamt sind es natürlich immer anders, weil meine Zeichnung nicht immer gleich ist, also, ja. Sind wir gleich beim Thema, wenn jetzt Leute gerne von dir so ein Füllfeder kaufen wollen, oder Zeichnung, oder was auch immer, wie kommen sie am schnellsten zu dir? Also am schnellsten, glaube ich, ist zurzeit immer nur Facebook, www.facebook.com/p13pb. Das ist meine Facebook-Seite oder p13pb@gmx.at, meine E-Mail-Adresse, kann man mir eigentlich jederzeit erreichen und ich melde mich auch relativ schnell zurück. Und wie lange brauchst du ungefähr für so ein Füllfeder? Das ist jetzt eine schwierige Frage, aber ungefähr so dann mal. Also das kommt darauf an, ob ich die Materialien schon da habe. Wenn ich es da habe, dann ich drechselt, also ich arbeite, reine Arbeitszeit sind es gute 2 bis 3 Stunden. Das kommt darauf an, wie hart das Holz ist natürlich. Also bei härterem Holz steht man natürlich länger da. Und wenn jetzt wer den Auftrag, einen Auftrag gibt und ich muss das Holz bestellen, muss man mit 1-2 Wochen rechnen, bis ich das Holz habe und bis ich das dran arbeiten kann. Was kann jemand da mit seinem Holz aufkommen? Geht das auch?
Ja, natürlich, solange das jetzt gut abgelagert ist und in einigermaßen richtigen Format ist, dann, also wenn jetzt wer ein Baumstamm daherzahlt, dann verrechnet ihr ein bisschen mehr, weil ich ihn zuerst zusammenschneiden muss, aber... Der Motorsäge. Ja, Kreissäge. Aber prinzipiell können die Leute natürlich auch mit einem eigenen Headset kommen, kein Problem. Und du sagst ja, dass das ja eigentlich, das sind Bausätze, wo dann das Holz dazugehört. Das muss man alles einmessen wahrscheinlich, nehmen wir an. Genau, also. Und komplette eigene Füllfeder selber machen, so wirklich das Metall auch, geht sowas auch? Wäre vermutlich möglich und ist auch was, was mich schon interessiert, nur für das habe ich die Zeit noch nicht gehabt und ich muss mir da noch ein bisschen einlesen. Es ist tatsächlich, interessiert es mich, weil ich die ganzen Birds auch mit Feder zeichnet. Das heißt, ich habe da diese Federhalter und vom Prinzip her wird es ja kein Problem sein, sowas drechseln und die Feder selber schmieden. Nur für das braucht man halt eine Goldschmiedeausrüstung eigentlich. Und das ist was, was ich zurzeit nicht, wo ich keinen Zugang habe. Wäre aber sicher auch interessant, ja. Ja, das wäre sozusagen der nächste logische Schritt, jemanden dann zu finden, der dann diese Feder schmiedet. Dann hätten wir es dann beieinander. Dann das ist dieses, sagen wir, die Trilogie. Genau, ja, das wäre dann das nächste. Dann bin ich völlig, dann ist das alles Handarbeit und nicht nur das Holz. Ja, ich glaube, dass in Zeiten wie diesen das ganz besonderen Stellenwert hat und wieder kriegen soll, Sachen, die wirklich nur handgemacht sind und nicht aus der Maschine kommen und sowas. Ah, wirklich seinen Reiz hat, aber diese Sachen wieder aufleben zu lassen, die am Leben zu halten, das finde ich einfach ganz eine wichtige Sache. Ich finde, und das merkt man schon, dass das von den Menschen mehr gewürdigt wird wieder. Also auch was Zeichnungen betrifft zum Beispiel, Etiketten, Cover für Bands oder keine Ahnung, selbst wenn es nur eine Zeichnung ist, die man sich irgendwo hinhängt oder eben Glückwunschkarten, dass sie handgezeichnet sein, macht es besonders. Ich glaube, wenn man das jetzt drucken lassen würde, wäre es einfach nicht das Gleiche, wie wenn man die Menschen zusagen könnten am Markt, dass sie die gerade zusammenzeichnet. Oder bei den Füllfedern ganz besonders, also der Wert und der Preis ergibt halt einfach daraus, dass es handgemacht ist. Man kann sie um 30 Euro bei Lamy eine Füllfeder kaufen, die ist auch sicher gut, also funktioniert genauso gut, nur es ist einfach was anderes, wenn das per Hand gedrechselt worden ist, mit Holz, das man sich selbst aussucht, in einem Material, das man sich selbst aussucht, das ist halt einfach... Ja, und das sind halt Unikate, das ist kein Massenprodukt, ne? Und es hat alles eine Story. Das finde ich das Schöne, dass jetzt jedes Objekt dann nicht ein Objekt von vielen ist, sondern nur dieses eine Objekt ist und das auch eine Story dabei oder eine Geschichte hat. Genau, die Geschichte schreibt halt jeder für sich selbst. Okay, dann danke ich dir recht schön. Wunderbare Sachen machst du da, also ich bin ganz entzückt. Wie ich von vielen Maker, die ich schon interviewt habe, und bin immer wieder total überrascht, was es alles gibt in Salzburg. Ich wünsche dir alles Gute, mach weiter so und wenn du wieder mal was Neues hast, dann unbedingt melden, dann komme ich wieder. Also wenn ich mal geschmiedete Füllfedern habe, dann unbedingt. Mit dem Hammer. Danke, dann ciao. Ciao.